So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von War Tales. Dieses Mal stehen wir kurz vor einem großen Angriff der Banditen oder Schlupf. Ich glaube, so groß wird er gar nicht. Also wir greifen natürlich groß an, ne? Die Banditen bekommen groß auf die Schnauze. Wir haben jetzt hier drei Ganoven, drei Wilderer und zwei Marodeure. Ich habe keine Ahnung, was das genau bedeutet. Feindliche Verstärkung ist im Anmarsch. Das klingt nicht so toll, aber wir kriegen das schon hin. Ich glaube fest daran. Wir schaffen das. So. Das hier ist das, was wir jetzt auskämpfen müssen. Da schauen wir doch erstmal, was wir so haben. Hier vorne sind vier Kämpfer, hier drüben sind drei Kämpfer. Sind insgesamt also sieben Stück. Nee, never mind. Acht Stück. Neun Stück. Wie viel waren das? Drei und drei und zwei, ne? Ja, müssten eigentlich acht sein. Habe ich mal eben kurz. Okay. Ja, ich glaube, ich hole dich hier ran. Und wir gucken mal, wer hier zuerst darf. Der Schütze darf zuerst, der Wilderer. Und. Dann haben wir hier wahrscheinlich noch einen Schützen. Ich denke, den werden wir so weit weglaufen, dass er gar nicht an uns rankommt. Ich möchte den hier auf die Seite packen. Damit der, ne, der wird auf jeden Fall den Schützen hier mitnehmen. Das ist ein Speerträger. Ach nee, oder? Ist das auch ein Hammerträger? Fügt allen Einheiten im Bereich 11 Schaden zu. Ein garantiert kritischer Treffer gegen vergiftete Einheiten. Sehr interessant in der Kombi. Sehr, sehr interessant. Ja, also den Schützen hier hinten, den lassen wir einfach, wie er ist. An den hier würde ich auch ganz gerne ran. Das heißt, wir rennen mit dem hier drauf und mit dem da drauf. Und dann bringen wir den sicherheitshalber nochmal hier rüber. Und naja, es kann halt theoretisch passieren. Ich denke mal, der kann nicht so viel machen. Doch, der hat auch Auslöschen dabei. Also die werden wieder irgendwas auf uns werfen wahrscheinlich. Tatsächlich werden sie das nicht. Das hier ist auch nochmal ein Schütze. Wir müssen halt gucken, dass wir die relativ zeitnah dann auf die andere Seite schaffen. Also ich denke mal, der wird ein bisschen was kassieren. Und dann können wir aber mit ihm oder mit ihr hier können wir den Speer dann auf ihn werfen. Ja, und sind halt auch so ewig viele. Aber hier schicke ich halt meine beiden Nahkämpfer rein. Ich würde mir halt den Marodeur ganz gerne schnappen. Nicht, dass er auf meinen Bogenschützen geht. Und vor allen Dingen, dass er vielleicht auch seine Wirbelattacke nicht auslösen kann. Stößt Einheiten einen Meter zurück. Okay, never mind. Ja gut, da müsste ich dann aus dem Angriff lösen. Ich weiß nicht, wie weit er kommt. Das ist das Ding. Ich könnte den auch hier hinpacken. Dann würde der trotzdem da drauf... Dann würde der Schütze halt leider ein Dings auf uns bekommen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ich kann versuchen, den einfach mit dem hier zurückzuschießen. Und dann kann er vielleicht gar keine Attacke ausüben. Bringt mir das denn was wirklich? Also, ich bin hier schon wild am Planen. Der wäre als nächstes dran. Also der Schütze kriegt auf jeden Fall eins durch. Wir werden halt am Anfang insbesondere ganz besonders viel mitnehmen müssen. Leider. Ich will halt eigentlich erstmal das hier alles rausnehmen. Deswegen, ich glaube, ich mache das sogar so, ich bringe die Leute nach hier hinten. Ne, ich lasse den hier reinlaufen und den bringen wir tatsächlich auch noch nach hier hinten, wenn das irgendwie geht. Und dann sind die hier hinten erstmal alle raus. Die ganzen Schützen können dann erstmal, weiß ich was machen, ist mir egal. Und dann löschen wir erstmal das hier alles aus. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Wir teilen uns die Karte so auf, wie wir das wollen. Ich könnte tatsächlich dafür sorgen, dass er zu mir kommt und dann kann ich ihn mit dem Speer abwerfen und dann nochmal angreifen. Das sind immerhin 6 Schaden frei Haus. So. Aber die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass er dann auf mich geht. Auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal hier rein. Ich muss mit ihm da ran. So, wir stellen uns aber dann diesmal so auf. Oder gehe ich dann... Komm ich mit ihm hier auch bis darunter? Jo, komme ich auch. Der kann inzwischen echt weit laufen. Wir können dann halt quasi einen Gelegenheitsangriff könnte ich ausüben. Mit ihm. Dann drehen wir das halt einmal, nehme ich an. Da kann er uns auch nicht groß zurückstoßen. So, dann bitte einmal hier drauf. Holy moly, Mann, das nimmt ordentlich Rüstung weg. Wäre aber sinnvoller, auf den das einzuwenden. Naja, so. Jetzt können wir dem nochmal eins auf den Dez geben. Dann ist er wahrscheinlich auch schon fast RIP. Ne? So, zack. Holy what the... Ja, das hat auf jeden Fall gesessen. Wir könnten ihn jetzt sogar schon instant töten. So bekommt er jetzt halt nochmal einen Schlag durch, ne? Aber gut, wir werden sowieso, die Rüstung wird sowieso kaputt. Die wird sowieso lediert sein. Das ist schon okay.
1, ne? Ja, mein Gott. Dann, ja, dann darfst du erstmal. Wird er auf uns schießen können? Wird er nicht. Oh, zum Glück. So, dann renne ich mit dem nämlich jetzt einfach mal hier hoch, hier rein. Und nehme den jetzt gleich in Angriff. Können wir uns schilden mit dem? Ne, das konnte nur er. Das wäre wahrscheinlich praktisch gewesen. So, jetzt werde ich mal das hier probieren. Mach mal. Gefällt mir auf jeden Fall. So, dann wirst du bitte hier drauf gehen, zack. Jetzt werden wir natürlich das hier nochmal auslösen. Kann man das mehrmals im... Das kann man immer wieder benutzen, ne, glaube ich. So, danke schön, das war's. Ist okay, ne? Konnte uns, wie gesagt, wenigstens nicht zurückstoßen. Wir sind immer noch in einem Angriff. Ich wäre mich an seiner Stelle, wäre ich jetzt hier rüber gelaufen. Ach, der konnte ja nicht laufen. Tatsächlich richtig gut, wie ich das hier mache. Ich will mich jetzt nicht selber loben, aber gefällt mir. Ja, die werden jetzt leider gleich natürlich ordentlich hier drauf ballern. Und wir, die haben auch vor allem alle Gift dabei. Hm, das ist nicht so gut. Aber so ist das Leben. Wir können ihn jetzt mit dem Schützen da rausziehen. Das mache ich gleich. Ich möchte ihn ganz gerne umzingeln. Wir gehen auch tatsächlich hinter ihn. Auch wenn das nicht viel bringt. Wenn ich dafür jetzt wahrscheinlich gleich noch einen Schuss von einem Bogenschützen kassiere. So, einmal Fessel drauf. Oh, war sogar ein schöner Crit. Ist vergiftet. Ja, jetzt könnte ich den sogar nochmal aus dem Angriff lösen. Ich werde den wahrscheinlich gleich sowieso lösen. Wir werden jetzt Stück für Stück ausdünnen. Ne? Wenn man so viele Gegner hat, ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man hingeht und möglichst schnell möglichst viele von denen rausnimmt, damit wir... Also, wir sind halt einfach, je länger wir spielen pro Runde, desto mehr Angriff kriegen die schlicht und ergreifend durch. Ich könnte mir den Wurfdolch jetzt einfach ausknipsen. Oder ich hole, wie gesagt, den Schützen ran. Kommen wir mit dem Schützen bis hier runter, ja. Man kann nicht gleich hier reinlaufen und vielleicht nochmal hier drauf schießen. Dann heben wir uns den Wurfdolch nochmal auf. Wer weiß wofür, ne? Für schlechtere Zeiten oder so. Dankeschön, dann kriege ich nämlich auch hier nochmal einen Punkt oben drauf. Der wird leider einen Schuss auf uns durchkriegen. Ja, schade. Ah, der hat gesessen, Mann. Ganze Rüstung weg. Nicht so gut. Der kommt aber nicht bis zu uns durch. Glück gehabt. So, dann läufst du bitte einmal ganz hier runter. Direkt quasi neben ihn. Mal gucken, ob der den finishen kann. Nee, kann er nicht. Lol. Hätte ich nicht gedacht. Dann fängst du wahrscheinlich erstmal hiermit an. Das macht nämlich mehr Schaden. Vielleicht wird's ein Crit. Leider nicht. Schade, schade. Ich würde natürlich trotzdem sehr gerne rausnehmen. Die stehen ja nebeneinander. Dementsprechend, wir finishen den mal. Der darf gleich, wie gesagt, auf ihn hier draufhauen. Ja, ne? Raus ist raus. Wir nähern uns damit natürlich auch der... wir nähern uns natürlich auch dem Ansporn. Lass den genauso stehen. Ist okay. So, jetzt hätten wir ihn hier noch. Mit ihm können wir jetzt natürlich ihn gleich wieder aus dem Kampf lösen. Das heißt, wir rennen erstmal hier rüber. Kann natürlich sein, dass er dann auf ihn einhackt, möglicherweise. Unterstützung. So, dann einmal bitte schön drauf, zack. Oh, auch ein schöner Crit, ausgezeichnet. Und dann einmal hier rein. So, ich hätte jetzt sogar noch mal erste Hilfe. Damit könnten wir sogar die Blutung noch stillen. Theoretisch. Wir würden ja gleich wieder einen Punkt dazu bekommen. Ja, damit ist die Blutung raus. Kann jetzt natürlich sein, dass er auch noch kassiert. Aber das würde doch wahrscheinlich passen. Ist schon okay. Ich könnte den jetzt finishen, ne? Muss aber, glaube ich, nicht sein. Da haben wir gleich noch mal eine Attacke für. Die Schützen sind mal eine Größenprobleme. Die dürfen gleich noch mal alle auf uns ballern. Freihaus. So, wird schon passen. Das lassen wir mal so. Ja, leider, ne? Ist aber okay. Oh, ouch, Mann, das tut ganz schön weh. Man merkt, unsere Rüstung ist echt bescheiden. Der ist ultra langsam. Fahre ich Verstärkung im Anmarsch? Wait a second, wait a second. Da haben wir jetzt aber nicht... What the heck? Ein Übeltäter. Ich bin einfach RIP, ne? Ja, ich bin komplett RIP. Also, what? Okay, richtig schlecht, nehme ich an. Puh. Was sie aber auch alle für Rüstung dabei haben.
Habe ich was verpasst? Wie viele Leute sind denn das hier? Wow, ist das übel, ey. Das ist richtig übel. Puh. Ich möchte möglichst viele von denen jetzt rauskriegen. Also der ist sowieso, ne, den machen wir sowieso gleich irgendwie den Ball weg. Ich darf halt nur zweimal. Und dann müssen wir halt den theoretisch schon erledigt haben. Ich könnte mir jetzt mit ihm hier zum Beispiel erstmal, also ich könnte ihn hier anbrüllen, dann wäre der tot. Und dann haue ich als Sixes auf ihn hier drauf. Das wäre eine Idee. Boah, ich habe keine Ahnung, was wir mit dem Schützen machen. Es kann sein, dass der in die Falle reintritt. Ich bin so im Eimer, ne? Das schaffen wir niemals. Guck mal, wie viele Gegner das sind. Das ist nicht cool. Das ist ganz und gar nicht cool. Tja, ja, ich. Mal gucken, wie wir das machen. Ich werde den halt nicht wirklich gelöst bekommen. Ich kann hier einmal eine Bombe platzen lassen. Ich müsste halt einmal um den rumlaufen. Der würde leider komplett den Rücken geschossen kriegen. Ja, dann hätten wir die beiden auch raus, damit da kriegt der schon mal keinen Angriff mehr durch. Wer ist denn hier von den Schützen als nächstes dran? Guck, die hier unten sind halt auch noch Leute. Das ist unmöglich. Crazy, ne? Verstärkung ist im Anmarsch. Das stand halt auch da. Ich habe das aber nicht gedacht, dass das einfach nochmal 20 Leute mehr sind. Nicht so toll, ne? Also selbst wenn wir nur gegen die Einzelnen gekämpft hätten, gegen diese Gruppe, wäre das auch schon extrem brutal gewesen. Ich höre jetzt mal auf zu faseln. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich habe ja notfalls auch noch den Dolch zu werfen. Ich komme gar nicht bis nach hier unten. Das heißt, ich kann das so gar nicht machen. Wir würden hier einen Punkt opfern. Ich werfe hier wahrscheinlich einfach ein Messer rein. Ich laufe mal mit dem nach hier unten. Ich könnte ihn jetzt wegbrüllen oder ich werfe ein Messer. Ich glaube, das Messer wird ihn auch killen. Ich bin mir nicht sicher. Wie viel? 1 bis 8 Schaden. Wie viel hat er? Wie viel hast du denn noch? 4. Ja, ich denke, das passt. Ich gamble jetzt einfach mal. Ausgezeichnet. Wirklich geworfen hast du das jetzt natürlich nicht, aber ne, ist okay. So, dann kannst du als nächstes bitte einmal zupiksen. Ja, einmal hier auf die Seite gehen. Unterstützt, ausgezeichnet. Was gibt mir das genau? Diese Einheit kämpft und befindet sich in der Nähe von 2 befinden. Okay, 20% weniger Schaden. Mhm, gut. Einmal vergiften bitte, zack. So, und dann werfen wir dem das hier noch entgegen. Kriegt dann nochmal einen Angriff rein. Okay, soweit so gut, soweit so gut. Jetzt ist die große Frage, wen schicke ich jetzt als nächstes da rein? Ich könnte ja sogar nochmal schreien. Dann wäre der wahrscheinlich komplett weg. Wer ist denn das hier? Das ist er. Was hat das für einen Schaden? 11. Straight. Also, ne, ist klar, mehr gibt's nicht. Dann lohnt sich das nicht wirklich, wenn ich den finishen kann. Wofür soll ich die Punkte aufheben? Muss man auch fairerweise dazu sagen. Ich muss halt auch schon mal einen Schritt weiter planen. Also ich würde mich am liebsten möglichst weit von denen hier entfernen und dann erstmal den hier hinten. Das ist einfach unmöglich so. Das sind zu viele. Das ist einfach unmöglich. Bescheuert, ne? Also ganz ehrlich, richtig bescheuert. Ich werde die halt niemals reinkriegen. Fügt einem Ziel 12 bis 15 Schaden zu. Macht ihn anfällig. Das ist ja bescheuert, ey. Kritischer Schaden des Trupps ist um 30% erhöht. Einfach nur bescheuert. Crazy. Ja, ich kann den gar nicht so weit. Also ich müsste den wahrscheinlich nochmal hier reinlaufen lassen. Allein die ganzen Schützen werde ich schon gar nicht wegkriegen. Ich lasse den mal so. Ja, jetzt wie gesagt, ich müsste eigentlich ein bisschen weiter planen. Das Problem wird halt sein, ich komme gar nicht mit dem hier bis darunter. Was kann ich denn hier noch machen? Ich könnte hier auch nochmal einen Dolch werfen.
Kann nicht verwendet werden, während die Einheit in meinem Kampf ist. Dann haue ich den da rein und dann kann ich mich mit dem hier vielleicht, keine Ahnung, hier hinter komplett zurückziehen. Und dann dürfen die halt erstmal allesamt auf uns schießen. Ich hätte auch im Notfall nochmal Erste Hilfe auf den anwenden können. Das wäre wahrscheinlich Sinn. Ach, der hat keine Erste Hilfe. Ja, ich werfe mal den durch. Dann hoffen wir mal, dass wir den finishen können. Reicht es? Das reicht auf jeden Fall. So. Wir sind halt auch ewig weit wieder vom Ansporn weg, ne? Guckt euch das an, der ist halt auch noch vergiftet. Es wäre echt gut gewesen, wenn wir den nochmal geheilt hätten. Ich bringe den jetzt mal nach hier oben, in der Hoffnung, dass der jetzt nicht von allen angegriffen wird. Keine Ahnung. Danke. Robust freigestaltet, okay. Ja, zum Glück nichts zum Werfen dabei. Die sind halt ewig langsam, glücklicherweise. Aber richtig übel, ne? Richtig, richtig übel. Da ist nochmal ein Schütze dabei. Und der darf auch auf uns schießen. Der hat sich aber... Der kriegt nur einen Schaden von einem Pfeil. Einen? Wow. Der kann den ja sogar nach vorne schießen damit. Wie bescheuert das einfach schon wieder ist. Ja, wie gesagt, wir versuchen uns langsam ein bisschen nach hier oben durchzukämpfen. Die waren ja jetzt alle schon hier unten. So, dann ist er als nächstes dran. Dann ist er dran. Dann haben wir auch schon fast wieder eine Runde rum. Okay, ich möchte mit ihm hier reinlaufen. Ich würde eigentlich mit ihm zuerst angreifen wollen, aber der wird da nicht durchkommen. Der kommt hier ran. Aber das nützt mir nichts. Komme ich mit ihm dann bis hier runter? Komme ich leider auch nicht, schade. Wird er gleich auch dekassieren. Ich muss mit ihm zuerst, bin ich anders. Oder ich hätte ansonsten noch den Bogenschützen, aber dann dürfen die alle auf uns draufrennen. Ich darf halt selber gar nicht mehr, ne? Also guck mal, was die jetzt, was die gleich alles auf mich schießen dürfen. Das ist komplett bescheuert. Ich krieg leider so keinen Gelegenheitsangriff durch in dieser Runde. Ich krieg vor allen Dingen auch leider keine Erste Hilfe durch. Ich muss das dringend auf ihn hier anwenden. So, wir stellen uns so auf, dass die sich im Zweifelsfall alle gegenseitig anschießen. Das ist zumindest der Grundplan. Ob das gelingt, weiß ich nicht. Wir sollten uns eigentlich auch allesamt schützen. Da sind zum Glück alle noch mit drin. Habe ich jetzt so nicht geplant, aber wie gesagt, Glück gehabt. So, ein bisschen Schutz oben drauf. 30% verringert. Das wird uns nicht retten, ne? Aber ich probiere es. Oh Gott, das ist so viel Schaden. Bitte triff deinen eigenen Kumpan. Schade, natürlich nicht. Mhm, 7 Schaden, das ist ja der Wahnsinn. Das ist alles so viel Schaden. Ja, wunderbar, wunderbar. So, dann dürfen wir mal wieder, klasse. Und dann dürfen wieder 3 Feinde, auch das ist natürlich toll. Ja, den Schützen, der darf auch noch, der blockt sich natürlich, die blocken sich alle gegenseitig. Das hier ist auch nochmal ein Vergifter. Das heißt, wir wollen mit dem hier wahrscheinlich auch oben rein. Der hat ja auch schon. Ich würde am liebsten einen jetzt rausnehmen wollen, komplett. Wenn das irgendwie geht. So, ich könnte mir jetzt mit ihm hier zum Beispiel erstmal, wir können da mal ein bisschen nach vorne laufen, dann hole ich mir möglichst viele Punkte mit ihm. Weiß ich nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach hier hinlaufe, so. Kann ich mir dann 3 Punkte kann ich mir damit mitnehmen. Das ist okay. Werde ich das jetzt einsetzen oder noch nicht? Spielt halt eigentlich keine so große Rolle. Wobei, der wird so viel tanken müssen wie möglich. Doch, ich hole mir das jetzt schon. 3 Punkte, let's go. Wer weiß, wofür es gut ist. So, dann rennst du bitte hier rüber und versuchst den jetzt einfach wegzumachen. Also alles, was geht, ne? Drauf. Und nochmal drauf. Na? Und dann hätte der sogar theoretisch nochmal gekonnt. Das war dumm. Ich hätte ihn wahrscheinlich wegbrüllen sollen. Aber doch, ich hätte da wirklich nochmal laufen können. Das war dumm. So, ich stelle mich einfach vor den Schützen nämlich an. Und dann blocke ich den Angriff. Ja, es war richtig dumm. Ich hätte den hier nochmal in einen Nahkampfangriff kriegen können. Der darf halt auch nochmal.
So, ich stelle mich mal hier hin, dann kann er mich nicht wegschieben. So, ablenken. Erlittener Schaden um 70%, um 30% und um 70%. Mal gucken, ob der jetzt überhaupt Schaden kriegt. Ich würde mal annehmen, das wird multipliziert und nicht addiert. Ja, habe ich mir gedacht. Kriegt wahrscheinlich immer mindestens einen Schaden. So. Die blocken sich zum Glück alle gegenseitig hier unten. Das ist meine einzige Hoffnung bisher. Der ist meine einzige Hoffnung. Und der muss jetzt dringend hier raus. Holy moly, ich sehe schon sein Leben, ne? Sieht das schon in Bildern an sich vorbeilaufen. So, ich darf nochmal mit meinem Bogenschützen ran. Ich müsste jetzt in der Theorie auf den ganzen Krempel hier unten schießen, aber naja. Das so sinnvoll ist, ich weiß es nicht. Okay, wo komme ich denn überhaupt überall dran? Nirgendwo ist die tatsächliche Antwort da drauf. So, wir könnten den einmal ablenken und ich könnte den theoretisch auch nochmal ablenken. Das würde vielleicht dazu führen, dass ich den Rest hier rausschaffen kann. Ne, damit die auch beide keinen Schuss durchbekommen und vor allen Dingen auch den Kram nochmal blocken. Dann müssten wir uns, wie gesagt, langsam aber sicher nach hier vorne durchkämpfen. Wir müssen halt irgendwie eine Front schließen. Deswegen, ich glaube, der Plan ist nicht so schlecht. Ich lauf mit dem anderen ein Stück nach vorne. Also auf die beiden brauche ich nicht zu schießen. Die kriegen gar keinen Schaden durch Bogen. Haben wir gerade gesehen. Deswegen, ne, wir wollen einfach nur den und den ein Stück zurückschießen. Ist tatsächlich egal, mit wem wir anfangen. Wobei ich auf dem Schützen mehr Schaden machen wollen würde. Ja, komm, ist egal. Wunderbar. 12 Schaden. Der ist auch ordentlich zurückgestoßen worden. Der wird natürlich trotzdem seinen Schuss durchbekommen gleich. Also, ne, das ist ja... Vor allen Dingen wird er wahrscheinlich auf den hier schießen. Dürfen. Was nicht so toll ist. Ich hätte wahrscheinlich den sogar noch eins weiter zurückschießen sollen. Ist der überhaupt verlangsamt? Nee, ne? Kann ich aber auch mehr nicht machen. Ja, ich könnte ihn jetzt lustigerweise einfach hier stehen lassen, in der Hoffnung, dass er dann auf mich schießt, aber dann kriege ich natürlich gleich von denen allen auf die Schnauze. Deswegen laufen wir lustigerweise hier hoch. Ja, darf dann gleich wieder. Wir versuchen, den hier einzukesseln. Ach, ich muss ja neben einem Verbündeten stehen. Das war dumm. Das war richtig dumm sogar. Ist okay. Der hat noch ein paar Punkte. So, danke. Ach, der darf ja auch noch. Habe ich ganz vergessen. Oh, das geht auch noch auf beide. Habe ich nicht dran gedacht. Da habe ich nicht dran gedacht. Ja, gut. Wir müssen ganz, ganz dringend den hier rausschaffen. Also wirklich richtig dringend. Ich weiß halt nicht genau, was passiert. Also eigentlich muss ich auch auf den Schützen gehen hier oben. Ich kann nicht das noch einmal riskieren, das ist die Frage. Also der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit an mich rankommen und der ist aber auch nicht vergiftet hier. Das heißt, der wird nicht critten. Das wird 13 Schaden machen. Wenn das jetzt ein Crit wäre, wäre der wahrscheinlich RIP, ne? Ich würde das eigentlich gerne riskieren. Ich will ja nicht noch einen weiteren Schuss fangen. Puh, die ist alle halb tot. Der hat noch volle Rüstung. Deswegen den Schützen, den könnte ich wahrscheinlich sogar ausknipsen hier drüben. Wann ist er dran? Mach mal, ich versuche mal den Schützen rauszunehmen. Wir müssten halt versuchen, Schaden einzusparen, wo es irgendwie geht. So, Feste drauf. Ob das funktionieren wird? Ich weiß es nicht. Schwächung. 14 Schaden. Doch, das funktioniert. Oh, Glück gehabt. Jetzt ist halt die große Frage, wir hätten sogar noch Wut obendrauf. Soll ich nochmal Ablenken mitnehmen? Der wird leider, also der wird wahrscheinlich gar nicht mehr so viel kassieren. Höchstens nochmal einen Schuss, ne? Wann ist denn er dran? Ich würde den wahrscheinlich sogar zu einem Schützen hier runterlaufen lassen. Vielleicht kriegen wir unseren eigenen Bogenschützen noch da raus, bis dahin. Ja, könnte sein. Ich muss den hier da raus schaffen. Jetzt bin ich wieder nicht in einem Kampf, ne? Verdammt. Ist halt die Frage, wo wir den hinschaffen. Also diese Schützen hier, die werden gleich auf irgendetwas schießen, denn das wird wahrscheinlich er hier sein.
Ansonsten wird er auf, werden die auf die beiden schießen. Ich werde das nicht hinkriegen, dass sie sich alle gegenseitig blocken. Das kriege ich nicht hin. Deswegen, ich muss schauen, dass der das kassiert. Ich renne dem jetzt einfach entgegen. Auf der anderen Seite könnte ich halt hier gleich nochmal Schutz auf alle casten. Das wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Ich stelle den mal hier auf und dann werden wir... Haben wir gerade die Blutdinger mitgezogen und dann werden wir das tatsächlich auch nochmal benutzen. Ich muss alles jetzt einsetzen. Wir nehmen da wirklich alle Punkte mit raus. So, wir müssen jetzt einfach beten, dass der das überlebt. Autsch. Ja, oh Gott, wir sind ja im Kampf jetzt, ne? Wow. Ich glaube, der ist einfach tot. Ich glaube, der ist einfach tot. Ja, der ist einfach tot. Es sei denn, der schießt ihm jetzt in den Rücken. Also der wird wahrscheinlich sterben. Wobei, der ist willensstark genug, um das theoretisch überleben zu können. Ich muss jetzt ihn angreifen. Habe ich noch einen Gelegenheitsangriff? Ich könnte das hier tatsächlich auf ihn casten. Ich könnte auch mit ihm da runterlaufen, aber das will ich nicht. Ich will den eigentlich da rauskriegen. Die dürfen ja dann auch gleich alle. Also die werden den auf jeden Fall umbringen dann. Ja, das ist halt immer noch unmöglich, ne? Das ist immer noch unmöglich. So, dann... Ja, ich könnte mit dem den hier befreien. Weil ich... Der muss weg hier. Wir geben uns nochmal allesamt Rüstung, bevor die jetzt gleich wieder alle auf den hier schießen. Wir müssen eigentlich schon mal eine Ecke weiter planen. Geht nicht anders. Let's go. Wir müssen einfach... Gucken, was der macht. Beten, keine Ahnung, whatever. So, einmal Schutz auf alle. Und das war's dann auch leider schon wieder. Keine erste Hilfe. Wir werden einfach von der... Also das ist noch nicht mal... Wir könnten wahrscheinlich sogar gegen die hier einigermaßen bestehen. Wir werden einfach überrannt, ne? Es ist einfach... Die Masse ist zu viel. Ja, hoffentlich schießt er dem in den Rücken. Willenskraft. Natürlich nicht, ne? Natürlich nicht. So, der muss jetzt definitiv hier raus, aber sowas von. Wie machen wir das am besten? Du kannst ihm einmal in den Rücken stechen. Wir werden den jetzt rausnehmen, irgendwie. Umzingelt. Das heißt, ich werde den jetzt erstmal stechen. So. Dann werde ich meinen Dolch werfen. Wir hauen jetzt alles raus, was geht. Wobei das überhaupt keinen Schaden macht, leider. Ich werde es trotzdem machen. So, und dann lösen wir tatsächlich auch das hier nochmal aus. Hat leider nicht gerankt. So, und dann lauf bitte einmal... Einfach... Ich stelle den so weit nach hinten, wie es irgendwie geht. So, danke. Auch wenn dafür keinen Punkt bekommen. Die werden sich hoffentlich alle gegenseitig blocken. Oder auch nicht. Ach, den habe ich ganz vergessen. Ja, die sind jetzt alle tot. Totgeweiht. Eine Einheit droht zu sterben. Sie kann sich nur noch bewegen und wird endgültig sterben, wenn sie noch mehr Schaden erleidet. Teilt sie und sie wird wieder kämpfen. Okay. Und der lenkt ab. Das ist ganz gut gelaufen. Den habe ich übersehen, tatsächlich. Muss ich zu meinem eigenen Leidwesen gestehen. Den habe ich einfach übersehen. Habe ich denn nochmal einmal quasi heilen? Nee, ne? Doch, der hier kann das theoretisch machen. Ich könnte den abstechen und dann zu dem hochlaufen, nehme ich an. Wer ist denn hier von denen gleich noch dran? Das ist so bescheuert. So. Das ist so bescheuert. Einmal hier hoch, zack. Dann darfst du quasi den hier stechen, pieksen. Weiß ich nicht. War mal. Da wir halt den hier mittendrin stehen, ne? Katastrophe. Katastrophe. Auf jeden Fall, der muss weg. Mache ich das mit einem Dolch. Mit einem letzten Dolch noch. Dann habe ich halt nochmal einen weiteren Angriff.
Kann ich hier hochlaufen, ihn pieksen? Ja, ich glaube, wir können den so. Kann ich den so finishen? 3 bis 10 Schaden. Ja, kann ich. Du gehabt. Der hat auch nur noch ein Leben. Toll. Einfach toll, sage ich dazu nur. Einfach klasse. So, einmal bitte heilen. Also es ändert nichts, ne? Wenn er nochmal Schaden bekommt, ist er trotzdem tot. Nehme ich mal an. Ich weiß nicht, wie oft die totgeweiht sein dürfen. Wahrscheinlich nicht mehrmals in einem Kampf. So, wenigstens ist er vergiftet, nehme ich an. Sind natürlich trotzdem in einem Kampf gefangen. Was nicht so cool ist. Die ist jetzt auch totgeweiht, ne? Weil die vergiftet war. Toll. Ja. Einfach klasse. Darf der zustechen? Der darf natürlich zustechen, aber sowas von. So, darf ich auch wieder. Ist ja toll. Dann haben wir noch unseren Bogenschützen hier. Wer ist denn hier als nächstes dran? Er ist direkt als nächstes dran. Natürlich. Ja, wir sind einfach RIP. Also der wird gleich ausholen, da wird die beiden treffen. Ich könnte den noch einmal zurückschießen, nehme ich an. Den hier einmal treffen. Dann werde ich den hier einmal treffen. Damit der halt einfach nicht an uns rankommt hier unten. Macht halt alles überhaupt keinen Schaden. So, dann schießen wir den auch noch einmal zurück. Nicht, dass das irgendwas bringt, aber hey. Verlangsamt. Wir müssen uns ein bisschen auseinanderziehen, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sollten uns auseinanderziehen. Ich stelle den mal hier hinten rein. So vielleicht. Unterstützt. Danke. Die rennen immer schön im Kreis. Das gefällt mir. Das ist das Einzige, was halbwegs funktioniert. Eine neue Runde beginnt. Ja, das ist ja toll. So, ich muss jetzt mit ihm... Warte mal, wer darf denn jetzt hier als nächstes? Der darf direkt als nächstes. Das heißt, ich muss jetzt hier hochlaufen, ihn erstmal heilen. Und dann ihn hier in den Nahkampf nehmen. Warte mal, wir nehmen den hier. Kriege ich auf jeden Fall nochmal einen Gelegenheitsangriff durch. Let's go. Sehr schön, das hat gesessen. Ausgezeichnet. So, dann einmal hier hochlaufen, bitte. Dann müssen wir ihn heilen. Totgeweiht. Ansonsten ist die halt bei der nächsten Runde einfach tot, ne? Die ist ja vergiftet, immer noch. Ne, jetzt inzwischen nicht mehr. So, einmal in den Nahkampfangriff. Und dann darfst du dich nochmal schützen oder darfst du uns alle nochmal schützen. So. Ja, soweit so gut, ne? Soweit so gut. Der wird trotzdem gleich zuböllern ohne Ende, wahrscheinlich. Und wir haben immer noch eine massive Unterzahl. Ach, der kriegt halt leider auch nochmal drauf. Das hier ist nicht mehr so schlimm. Und die hier aber, die werden nochmal richtig. Die machen halt 50 Schaden oder so. Aber ich denke, wir haben uns gut verkauft. Der ist auch schon Willenskraft. Ich denke, wir haben uns ganz gut verkauft. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir überhaupt so weit kommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Der kann jetzt aber plötzlich ganz schön schnell laufen. Ja, spätestens wenn die Übeltäter hier ankommen, war es das halt komplett, ne? Ja. Der Schütze. Ja, der ist halt auch auf 1, ne? Oh Gott, scheiße. Der darf auch gleich nochmal dran. Ich müsste den hier ausknipsen wahrscheinlich. Und dann müsste ich irgendwie nochmal gegen den hier ran. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt den hier erwische. Der und dann der hier. Das heißt, ich sollte jetzt erstmal einen Assassinen einsetzen. Dann laufe ich gleich mit dem da runter. Haben wir noch einen Schützen in der Theorie? Wer ist denn schon einmal kurz vor Exodus gewesen? Wir schicken den hier, der nicht heilen kann. Der kann notfalls nochmal brüllen. So. Unterstützt. Einmal zustechen bitte. Zack. Und jetzt darfst du werfen. Und nehme dich. Jetzt haben wir wirklich auch gar keine Punkte mehr auf dem.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, danke schön. Wir ziehen uns so weit wie möglich zurück, irgendwie. Nicht, dass das was bringt, aber naja, wir gehen unter unserem Schützen in Deckung, weil der noch am meisten Rüstung hat. Danke. Nee. Ist nicht dein Ernst, ne? Scheiße. Ist der auch totgeweiht? Nicht auf ihn. Ja, ist ein Tilter, ne? Aber gut, das war klar, dass das passiert. Das ist schon ein ordentlicher Tilter jetzt. So, ich möchte einmal hier unten ranlaufen, der ist halt nichts dran. Ist der jetzt komplett RIP? Wahrscheinlich, ne? Also wir werden das sowieso, ich werde das sowieso laden. Ich werde das wahrscheinlich einfach, ne, schon mal, wenn ich das hier hochlade, dann wahrscheinlich irgendwie als Fun-Folge. Also das kann ich natürlich so nicht lassen, ne? Das ist aber auch wirklich crazy. Das war jetzt mal ein Benchmark hier. Wir haben mal geguckt, wie weit wir theoretisch kommen würden. Insofern gar nicht so schlecht, ne? Ich krieg nicht mal mehr den hier tot. Also, der ist sowieso alles vorbei jetzt. 4 Gift, allein der 4 Giftschaden. Crazy. Komplett absurd. So. Ja, ne? Ich würde den hier vielleicht nochmal anpieksen, wobei, ja, dann ist der halt auch weg. Wir sollten die hier auseinanderziehen. Die Marodeure kommen jetzt, wie gesagt, gleich auch noch ran. Ich kann halt nicht wirklich auf die schießen. Ich sollte mit dem auf den hier schießen. Wer ist dann von denen überhaupt gleich noch dran? Ich sollte wahrscheinlich den hier... Ich könnte wahrscheinlich den hier sogar finishen, möglicherweise. Ich würde den aber auch sehr gerne finishen. Ich habe aber auch keine Punkte mehr. Ich darf nur noch einmal schießen. Ja, dann natürlich toll, ne? Der war schon. War der auch schon? Ist egal. Nehme ich an. So, dann lauf einfach mal hier runter. Wir ziehen uns weiter zurück. Die hier oben sind sowieso RIP. Dankeschön. Das wird zum Glück nicht so viel machen. Ja, dann darfst du auch noch mal einmal laufen. Und zwar möglichst schnell. Und zwar nach hier unten. Obwohl, wir können den auch erst noch einmal abstechen. Das könnte theoretisch reichen. Das wird reichen. Dann haben wir noch einen gekillt. Wir verkaufen uns so teuer wie irgend möglich. Jetzt muss ich noch mal das hier einsetzen. Und zwar hier unten. Gucken, ob wir das hinkriegen. Das kriegen wir tatsächlich hin. Der ist leider, also der ist komplett RIP hier. So, einmal feste drauf. Okay, noch einen ausgeschaltet. Also wir haben richtig viel rausgenommen. Danke. Natürlich, der wird jetzt, der haut auch nochmal beide. Warum stelle ich die auch immer weiter nebeneinander? Ja, der ist jetzt auch tot. Also die Willenskraft zu leveln, das hat sich richtig gelohnt, muss ich sagen. Das hat sich richtig gelohnt. Der Schütze hier unten, der muss raus. Der wird jetzt allein am Gift, wird er halt in der übernächsten Runde auch sterben. So, feste drauf. Nochmal. Also der wird den töten vor allen Dingen, ne? Wenn ich jetzt eine Runde beende, wird er quasi geschwächt durch das Gift und dann wird der den einfach mit einem einfachen Schlag töten. Das ist so traurig, ey. Das ist einfach, der wird ihn jetzt erstmal erschießen. Das ist einfach so traurig und wir haben uns so gut geschlagen. Das ist ein Totenkopf 1 Ding gewesen, ne? Also ein Totenkopf. Aber die Verstärkung hat uns halt so hart gekillt. Ja, ist komplett aussichtslos. Was soll ich jetzt hier noch machen? Ich kann versuchen, hier runter zu sprinten. So, wir rennen einfach mal mit dem hier runter. Und dann mache ich den hier weg, nehme ich an. Komme ich an dem vorbei? Komme ich gar nicht. Dann werde ich den Schützen halt hernehmen. Ich kann auch nur noch einmal schießen. Reicht das denn? Nee. Ich stelle mich mal auseinander. Ich glaube, das ist ein guter Plan, grundsätzlich.
Es reicht halt einfach nicht, ne? Es ist so traurig. Schade. Ja gut, dann lauf doch mal weg. Lauf doch einfach mal weg. Dankeschön. Er darf nochmal? Hat er nicht gerade eben erst? Oh, totgeweiht. Ja, ich würde dich ja heilen, aber wir haben nichts mehr zum Heilen. Was sehr dramatisch ist. Ich darf zweimal, ist ja toll. Dann rennst du bitte einmal hier runter. Wirst ihn abstechen. Ne, wie gesagt, wir verkaufen uns so teuer wie irgend möglich. Zack, weg damit. Und dann rennst du hier rüber. Weg, wir ziehen uns auseinander. Ach, das wird natürlich nichts bringen. Das wird den Kampf nur unnötig in Länge ziehen. So, und hier gehst du bitte auf die Seite. Wir haben es tatsächlich sehr gut geschafft, hier von den dicken Dingern wegzulaufen. Hätte ich hier nochmal heilen können? Nee, ne? Naja, passt. Ist der vergiftet? Nope. Der ist nicht vergiftet. Ja, ja. So weit, so gut. Toll, toll. Dann laufe ich doch einfach mal mit dem. Ich hab keinen Punkt mehr mit ihm. Das heißt, ich kann den hier gar nicht. Der kann auch nicht mehr kämpfen. Der wird jetzt den hier finishen. Ja, das war's jetzt. Also das war's jetzt wirklich. Das Ding ist halt, je weiter ich mich jetzt zusammenstelle, desto mehr kann der gleich auf einen Schlag finishen sogar. Der wird auf jeden Fall den hier umbringen. Das heißt, ich hau dem das jetzt einfach nochmal um die Ohren. Ich sollte ansonsten auch nochmal meinen Schützen aus dem Weg schaffen. Es kann sogar sein, dass der uns beiden trifft. Aber so wird der auf jeden Fall den hier treffen. Dann kann der halt auch nicht mehr kämpfen. Das ist die letzte Runde, mit dem ich, wo ich hier Schaden machen kann. Pieks. So, vergiftet haben wir ihn wenigstens nochmal. Der rennt jetzt einmal rum. Oder so. Totgeweiht. Ja, alle sind totgeweiht. Ist ja toll. Jetzt wird er den erschießen. Vielleicht in den Rücken. Ja, du bist dran, ne? Ist ja toll. Ich muss den irgendwie in Angriff kriegen. Ich kann dich nicht heilen, mein Freund. So gern ich würde. Wir machen das so, dass er jetzt uns beide finisht. Mit einem Schlag. Ich habe mich wieder nebeneinander gestellt. Totgeweiht. Oh, 6 Schaden. Crazy. Also ich weiß nicht, ne? Diese Quest war brutal. Also das war absurd. Wir spielen hier auf normal, möchte ich mal anmerken. Neue Runde beginnt. Ich könnte jetzt weglaufen, aber ganz ehrlich. Ne, lass ich einfach finishen. Ja. Die stehen sich alle so hart selbst im Weg. Vielleicht gibt es nochmal einen Schuss in den Rücken. Jo, sehr schön. Hätte ich sogar nochmal zustechen, aber nicht. Ich konnte ja nicht mehr kämpfen. Ernsthaft, kriegt ihr das nicht gebacken, sagt mal. Doch. Schöne Dia-Schau nochmal am Ende. Alle tot. Crazy, ne? Absurde. Wait. Wenn ihr eure Schlacht verloren glaubt, könnt ihr mit dem Rückzug-Taste in den Kampf verlassen. Gefährten werden dann zwar Schaden erleiden, aber überleben. Alle Gefährten sind tot. Gut, toll, dass dieser Tipp jetzt kommt, ne? Vielen Dank, Spiel. Hat mir tatsächlich sehr geholfen, Kappa. Ja, toll, ne? Game over. Ja, Freunde, das war sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich das hochladen werde. Dann habt ihr euch jetzt einfach eine Dreiviertelstunde umsonst angeguckt. Ich kann mir vorstellen, es war trotzdem, ich hoffe zumindest, es war trotzdem einigermaßen spannend. Ich habe, wie gesagt, versucht, alles rauszuholen. Aber ich denke, das war schlicht unmöglich. Ich habe mich halt mehrmals ein bisschen dumm nebeneinander gestellt. Da habe ich schon ordentlich kassiert. Aber ganz realistisch betrachtet, wir haben ja gegen die richtig, richtig dicken Dinger noch gar nicht gekämpft, gegen diese Übeltäter. Die hätten uns halt komplett zusammengefaltet. Die hätten 15 Schaden pro Schlag gemacht. Absurd. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß daran. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dann probieren wir das nochmal. Dann werden wir erstmal die Feinde jagen gehen. Bis dahin, haut rein.